Ein weiteres Projekthaus wurde endlich fertig. Die Kernsanierung dieses Dreifamilienhauses mitten in Philadelphia war eine Herausforderung. Pfusch, Diebstahl, Krankheit, bei dem Objekt kam wirklich alles zusammen. Aber ist das Objekt noch eine gute Investition? Die ganze Story und natürlich auch alle Zahlen siehst du in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lukas Show. Ich bin Lukas, gemeinsam mit Partnern investiere, entwickle und verwalte ich Häuser hier im Großraum Philadelphia an der Ostküste der USA. Du bekommst auf diesem Kanal hier Einblicke in den US-Immobilienmarkt aus erster Hand, denn ich investiere in diese Objekte selbst. Auf dem Kanal hier stelle ich dir einige unserer Hausprojekte auch immer im Detail vor. Jedes Projekt, was ich dir vorstelle, hat auch einen Projektnamen, denn Projektnamen sind wichtig. Heute siehst du, wie das Projekthaus Golden Gate endlich fertig wird. Alle Details zu Golden Gate habe ich dir in einer eigenen Playlist zusammengestellt. Den Link dazu findest du hier oben, aber auch nochmal in der Beschreibung unter dem Video. Da kannst du dir die komplette Entwicklung von diesem Haus von Beginn an bis zum Stand heute nochmal im Detail anschauen. Alle Zahlen wie Kaufpreis, Mieteinnahmen und so weiter siehst du im Detail am Ende dieses Videos. Was ist denn jetzt mit Pfusch, Diebstahl und so? Ja, Pfusch. Das Haus hat vormals einem Elektrikermeister gehört und dieser Elektrikermeister hat alle Heizungen aus diesem Haus ausgebaut gehabt, also alle Heizungsrohre, Radiatorheizung komplett ausgebaut und hat sie durch strombetriebene Wandheizungen ersetzt. So, das Haus war vermietet, das hat er jahrelang vermietet, by the room, also das ist eine gewisse Klientel, die man eigentlich nicht haben möchte, aber wenn man halt wirklich Hands-on-Vermieter ist, er hat mit im Haus gelebt oder in einigen Häusern, dann ist das vielleicht ein Modell, was funktioniert. Aber in diesem Fall, warum Pfusch? Also nochmal, alle Heizungen waren ausgebaut und nur Wandstromheizungen waren verbaut. Und jetzt kommt der Clou. Dieses Haus hatte jahrelang, trotz strombetriebener Wandheizungen und voll vermietet, keine eigene Stromrechnung. Trotz strombetriebener Heizungen und voll vermietet hatte der keinen Verbrauch, kein Zähler hat sich bewegt? Ja, irgendwer hat ja alles auf Strom umgestellt und ja, irgendwie zählte keiner der da installierten Stromzähler diesen Verbrauch auch mit. Also hier musste wirklich die komplette Elektrik im ganzen Haus neu gemacht werden. Jedes Kabel, jede Steckdose. Das war anfangs nicht so budgetiert, weil niemand erwartet von einem Elektrikermeister, wenn man das Haus übernimmt, halt einen derart krassen Pfusch. Ist wie es ist, das Haus wurde gekauft wie gesehen, ist nun mal so. Also musste gemacht werden, war nicht budgetiert. Aber die Zahlen, wie gesagt, siehst du am Ende des Videos. Erschwerend hinzu kam, dass genau die Elektrikertruppe, die dann bestellt war, um eben die Verkabelung neu zu machen, weil der Elektrikermeister vorher das ja alles verpfuscht hatte, diese Truppe hatte dann einen Covid-Fall und somit fiel die gesamte Truppe während der Bauarbeiten wochenlang einfach mal komplett aus. Die anderen Arbeiten, Wände, Küchen, Fußboden und so weiter und so fort, die konnten natürlich weitergehen. Also haben wir jetzt Pfusch, wir haben Krankheit, jetzt kommt noch Diebstahl. Leider verschwand dann ja über Nacht die komplette Lieferung der LVPs, also der Luxury Vinyl Planks. Das sind diese Vinyl-Fußböden-Paneele. Also da war eine Palette da und die ist über Nacht komplett verschwunden. Aus der unteren Wohnung, die war abgeschlossen, neue Tür drin, alles, war auf jeden Fall am nächsten Tag weg, spurlos. Ja, war das Haus nicht abgesperrt? Konnte man da von draußen reingucken? Ja, ob es einer der Handwerker war oder jemand, die Türen einfach knackte, ohne Spuren zu hinterlassen, ja, das war halt nicht mehr nachvollziehbar. Der Fußboden war weg und musste neu bestellt werden. Ein Dreifamilienhaus, wo die Handwerker die ganze Zeit rein und raus gehen, Material und Werkzeuge rein und raus tragen. Das ist doch, ja, wenn es komplett unbewohnt ist, in Philly sozusagen ein Selbstbedienungsladen, oder? Wie soll denn das jetzt verhindert werden? Ja, während der Baustellenzeit wurden da eigentlich zwei Maßnahmen ergriffen. Also die Maßnahme 1 ist, es wird simuliert, dass dieses leere Haus irgendwie bewohnt ist. Wie das genau aussieht, siehst du später im Video im Durchgang. Und die Maßnahme 2 sind ganz klar Kameras. Also die Kameras funken über UMTS, wenn sich was bewegt in diesem leeren Haus und da werden dann auch Leute benachrichtigt, die eben nachts vor Ort dann reagieren können und da auch sofort vor Ort sind, Polizei benachrichtigen können und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, die erste Ladung Fußboden, die ist eben weg. Das Haus war eine Baustelle, ja, Dreifamilienhaus, ist auch entsprechend groß und ja, mit solchen Problemen, da muss man eben umgehen, sowas kommt halt immer wieder vor. Nichtsdestotrotz ist die Transformation dieses Hauses wirklich gelungen. Wenn du dir die Vorher-Videos aus der Playlist anschaust und die mit dem Ist-Stand jetzt vergleichst, das Haus schaut super aus.
Lukas, bevor wir jetzt ins Haus reingehen, ich habe dir schon mal ein Like dagelassen. Das tat gar nicht weh und war auch vollkommen kostenlos. Ich hoffe, das hilft deinem Kanal. Rauchmelder, Feueranlage. So, dann gehen wir mal nach oben. Also Motion Detection haben wir schon mal an. Jede Menge Schlüssel, mal gucken, welche passt. Neu gemacht. Da haben wir die Hookup für Dryer, also für Waschmaschine und Trockner, überall im Haus. Die Dinger hier sind scharf. Was haben wir noch? Dann gehen wir mal hier. Küche ist schon drin. Hier ist gleich um die Ecke das Badezimmer. Also Badezimmer. Vanity. Medicine Cabinet heißt sowas. Sieht ja ganz gut aus hier. Schön. Kleines Duschbad. Da haben wir die Küchenappliances. Also alter Klassiker. Shaker Cabinet. Das haben wir in einem anderen Haus schon mal gesehen. Dann haben wir hier Countertop. Das ist Holz. Also das ist nicht der Super Quartz oder der Super Marble, also Granit oder sonstiges, sondern einfach wirklich nur funktioniert. Elektroherd. Kühlschrank gibt es auch mehr dazu. Dann gibt es dann Internet. In diesem Haus wird Internet an alle Parteien mit verteilt. Das heißt, es wird vom Eigentümer hier in dem Fall gestellt. Hier haben wir noch diese Lampen verteilt mit diesen Steckdosen. Die simulieren ganz einfach nur, dass jemand da ist und regelmäßig Licht an- und ausgeht, während das Haus leer steht. Damit da keiner auf die Idee kommt, hier einzuziehen ohne Mietvertrag. Dann haben wir hier das Schlafzimmer, also hier oben ist ein Bedroom-Apartment. Da ist die Heizung dahinter verborgen hier. Also Heißluft. Da ist das Thermostat dazu. Schränke sind schon eingebaut. Auch hier noch eine Sicherheitsmaßnahme. Das ist so ein TV-Simulator. Der macht einfach nur buntes Bild nachts. Ein paar LEDs und das sieht so aus, als ob hier ein Fernseher läuft. Das ist halt einfach nur zum Abhalten von nicht bestellten Mietern oder Leute, die hier einziehen wollen im Mietvertrag. So, das war das Apartment 3, also ganz oben. Das ist ja schon eine ziemliche Transformation, oder? Dann gehen wir mal runter. Excellent! Hier war überall Stahltüren, falls du dich noch erinnerst. Wenn nicht, das andere Video verlinke ich dir hier unten runter. Eine kleine Sicherheitsmaßnahme, eine kleine Kamera. Dann sind wir hier im Apartment 2. Da ist jetzt das Badezimmer. Ja, sieht ja cool aus, oder? Schöne Badewanne, gab es oben nicht. Oben gab es nur eine Dusche. Klo, klassisch, guter Ausblick. Hier draußen sind noch die Elektriker. Ja, also kleines Vanity, kleiner Medicine-Schrank. Ist eigentlich auch ziemlich cool. Die Elektriker fahren bis zur Jobsite direkt dran. Cool. So, dann gehen wir hier rüber. Das war übrigens die Küche vorher. Und das ist noch dieses separate Zimmer. Also hier ein bisschen auf der Höhe war die Küche. Auch hier guckt ihr mal Fernseher, also der Fernsehsimulator mit Zeitschaltuhr. Oh, sieht doch ganz gut aus. Alles schön. Fußboden grau, Wandfarbe grau, also alles schön einfach gehalten. Die Farben auch so, dass sie leicht nachgestrichen werden können, falls irgendwas ist. Das ist immer dieselbe übrigens. Dann haben wir hier ganz normale Kleiderschränke eingebaut. Und ja, da kommt dann Washer und Dryer rein, also stacked übereinander sozusagen. Und das hier unten ist ein Two-Bedroom-Apartment, also das hier ist ein Schlafzimmer.
Dann haben wir hier die kleine Küche, also auch wieder Shaker Cabinets. Du siehst, überall sind es dieselben Materialien, das spart Zeit und Geld. Kühlschrank, Elektroherd. Das war die Küche hier. Dann haben wir hier im Schrank natürlich Heizung und Wasserheizung. Dann haben wir hier das zweite Schlafzimmer. Also das wäre jetzt hier Living Room oder Family Room oder wie man es nennt. Und das hier ist noch ein Schlafzimmer, also das ist das größere. Ja. Auch hier mal wieder die Built-ins. Da war nicht viel zu retten, beziehungsweise war nicht viel zu tun, weil die hatten nicht diese Moldings, also diese Rahmen hier, die sind nicht so verfeinert gewesen hier oben. Das sind halt kleine Schränke, kannst da ein paar Sachen reintun. Auch hier ist eine Lampe, zeitgesteuert, aber das ist cool. Ja, gucken wir nochmal runter, ganz nach unten. So, dann haben wir hier nochmal das erste Schlafzimmer, also Bedroom 1. Da war diese Stahltür. Hier haben die Elektriker noch was zu tun. Sicherheit geht vor, da hat auch eine Kamera, man weiß ja nie. Lichter, hier haben wir diesen engen Gang. Badezimmer, schaut schon gut aus. Vanity. Und hier die Plastik-Einleck-Dusche sozusagen, die wird noch hier zugemacht und gekorkt, also Silikon-Toilette. Ja. Washer-Dryer-Hookup und so weiter und so fort. Und hier sitzt schon wieder auch in der Küche, also so langsam wird es wohlig. Die Appliances, die kommen noch, die sind ein bisschen backordered, also das heißt, aktuell gibt es Kühlschränke, Waschmaschine, Spülmaschinen, Herd und was auch immer. Das ist echt gerade schwer zu bekommen, beziehungsweise hat eine mega Vorlaufzeit aktuell. Also bestellen und 3, 4, 5, 6 Wochen warten, das ist nicht schön. Dann haben wir hier den zweiten Bedroom. Hey, einfach. Und hier haben wir das Badezimmer. Sieht echt cool aus, also Strom geht hier unten gerade nicht, beziehungsweise hier drin nicht, weil draußen arbeiten, hat noch die Elektriker. Aber hier sieht er eigentlich ganz witzig aus, oder? Ein bisschen reingezwängt das Ganze, aber so ist doch ganz cool. Gut, gehen wir nochmal in den Keller. Also die Jungs sind hier noch am Machen, aber wirklich die letzten Züge, bis das hier irgendwann mal geliefert wird, aber die oberste Etage, also Apartment 3 und Apartment 2, wird bald vermietet. So, dann gehen wir in den Keller. Also bald heißt, morgen übermorgen ziehen dann die Leute ein. So, hier unten ist der Kellerabgang immer noch sehr eng. Das sind jetzt die Wasserheizer. Das ist noch nicht das finale Setup hier. Also das sind die alten. Da ist der Gaswasserheizer für das untere Apartment. Moment, gar kein Gas, ich habe geschwindelt. Das ist Strom. Dann haben wir hier die Heizungsanlage. Was mich jetzt hier ein bisschen stört, ist, dass die Abluft da oben rausgeht. Die sollte eigentlich da rausgehen. Da müssen die Heizungsjungs nochmal ran. Ja, sonst haben wir unten jetzt nichts weiter zu tun. Also das sind auch die alten Heizungen hier, also schöne Radiatorheizungen. Wasserrohren hatten wir schon mal. Also hier kommen noch die Romex-Kabel rein von draußen. Die ziehen die Jungs gerade erst. Ja, das sind die Columns. Also Stützpfeiler, das ist nicht wirklich wild, aber gut, dass sie da sind. Kabel sind gezogen. Ja, eigentlich eine geile Geschichte, oder? Also innerhalb der Zeit, wie geplant, mit diesem Haus fertig geworden. In Time, in Scope und in Budget. Schauen wir uns die Zahlen einfach mal an. Cool.
Schauen wir uns nun die Ausgabensituation an. Das Projekt dauerte nur circa 2 Monate insgesamt, trotz aller Verzögerungen. Und das kostete den Investor in diesem Fall $311.156. Das heißt, diesen Betrag hat der Investor komplett Cash investiert, also Capital Employed. Davon ist der Kaufpreis fürs Haus lediglich $149.190 gewesen. Das heißt, der Restbetrag von diesen 311.000 minus die 149.000, also die 161.965, verteilt sich auf die sogenannten Development Fees, also das, was der Investor für die Umsetzung zahlen musste, die Haltekosten für dieses Haus, also Steuern, Versicherung und so weiter, was vorab bezahlt werden muss, und natürlich ganz klar die Renovierungsarbeiten, also Material und Arbeitszeiten, Material Labor. Und aufgrund der unbekannten Elektrikprobleme und dieser Verzögerung durch die Elektrik war das natürlich alles nicht mit budgetiert. Also es waren mehr Kosten, als ursprünglich geplant waren. Also das sind die Ausgaben gewesen. Diese $311.000, das ist Geld, was sozusagen at risk ist. Das ist gebundenes Geld und das sind die initialen Ausgaben, die dieser Investor erstmal stemmen musste. Show me the money. Wie sieht denn jetzt die Einnahmenseite überhaupt aus? Ja, die Einnahmenseite schaut eigentlich super aus, weil nämlich alle 3 Apartments schon vor Abschluss der Bauarbeiten, der Renovierungsarbeiten komplett vermietet waren. Das heißt, die Besichtigungen haben auf der Baustelle stattgefunden und die Mieter haben sofort unterschrieben, weil sie da einziehen wollten. Die Wohnungen wurden nach Abschluss der Bauarbeiten dann direkt an die Mieter übergeben und die monatlichen Bruttomieteinnahmen für dieses Haus sind $3.100 jeden Monat. Nach Abzug aller Kosten für zum Beispiel Hausverwaltung, Internet, Wasser und so weiter beträgt der Cashflow für dieses Objekt $2.218 jeden Monat. Und das sind aufs Jahr gerechnet $26.260. Und somit springt dieses Haus auf eine Bruttorendite von 8,5% aus dem Stand. Das klingt schon mal sehr, sehr gut, oder? Also aus europäischer Sicht ist das wieder mal überragend. Das Ziel für diesen Investor ist aus unserer Sicht aber ein sogenannter BRRRR. Was ein BRRRR im Detail ist, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir jetzt hier oben. Aber kurz zusammengefasst, ein BRRRR, also das Akronym BRRRR steht für Buy, Rehab, Rent, Refinance und Repeat. Also kaufen, renovieren, vermieten, refinanzieren und wiederholen, schwer zu übersetzen. Und das zusammen heißt also nichts weiter als das Geld, was der Investor schon wirklich investiert hat, also in unserem Fall hier $311.000 Cash. Von diesem Geld so viel wie möglich wieder aus diesem Haus durch eine Refinanzierung mit einer Bank herauszuziehen und sozusagen das nächste Projekt mit diesem neu gewonnenen Geld zu starten. Die Bank schickt einen unabhängigen Bewerter in dieses Haus, das ist ein sogenannter Appraiser. Seit 2008 muss die Bank das extern vergeben und darf ihre eigenen Appraiser nicht mehr ins Haus schicken. Ganz klar, wenn die Bank das finanziert, dann steigen natürlich immer die Preise. Das war das Problem 2008. Und in diesem Fall müssen sie das extern vergeben. Dieser externe Appraiser, dieser Bewerter, kommt mit einem Marktwert für dieses Objekt zurück. Das heißt, der geht durch das Haus. Wir sind mit dem durch jede Wohnung gegangen, der guckt die sich an und der sagt dann am Ende, okay, basierend auf diesem Hauswert, was ich gesehen habe, im Vergleich mit den Nachbarhäusern, in der Mikro-Makro-Lage von diesem Objekt, wo liegt das? Da kommt er mit einem Marktwert zurück und auf diesem Marktwert hin, basierend daraufhin, sagt dann die Bank, das ist unsere Bewertung für das Haus. Wenn du jetzt 25% von diesem Bewertungspreis mitbringst, dann machen wir für dich eine Refinanzierung. Das heißt, du kriegst von uns einen Scheck über den Restbetrag. Die Bewertung der Bank, die ist noch nicht wieder da. Wir waren mit dem Bewerter im Haus, haben das Haus angeschaut, der hat es bewertet und wir erwarten, dass der Wert irgendwo bei 300.000 liegen wird. Nehmen wir diese 300.000 einfach mal als Richtwert. Das heißt, die Bank kommt und sagt, das Haus, so wie es da steht, komplett renoviert und auch jetzt alles vermietet, das sind 300.000. Lieber Investor, wir finanzieren dir das Haus, du musst aber 25%, also in dem Fall 75.000, 25% von 300.000, musst du Cash mitbringen. Wir erinnern uns, Kaufpreis und Reno heißt, der Investor hat schon 311.000 drin stecken. Das heißt, 25% hat er schon in diesem Haus. Das heißt, die restlichen 75%, die bekommt er jetzt, wenn die Finanzierung klappt, von der Bank Cash zurück. Das heißt, unterm Strich, 311.000 hat der Investor investiert. Nehmen wir jetzt die 225.000 von der Bank, die quasi Cash als Scheck zurückkommen nach der Refinanzierung, ziehen das ab und somit stecken lediglich $86.000 Cash in diesem Objekt. Nehmen wir jetzt noch den vorher genannten Cashflow und ziehen davon die Kreditrate ab, sagen wir ca. 4% Kreditrate, aktuell steigt das kann sich noch ändern. Dann nehmen wir noch die anderen restlichen Kosten, Versicherung und so weiter und Hausverwaltung dazu, ziehen das noch ab und kommen auf eine
Cashflow von $15.370 bei 86.000 Investitionssumme. Mit anderen Worten, diese Refinanzierung lässt die schon vorher gute Rendite von 8,5% jetzt auf knapp 18% springen. Fragen? Falls dir das zu schnell ging und du die Zahlen zum Beispiel nochmal sehen möchtest oder im Detail erläutert haben möchtest, dann schreibst du am besten das Wort Cash einfach so als Begriff in die Beschreibung. Dann liefere ich dir nochmal ein Excel mit allen Zahlen hinterher. Und mit diesen 18% Rendite vor Augen lasse ich dich jetzt allein. Du hast das Ende dieses Videos erreicht. Wenn du nun das Internet nicht kaputt machen möchtest, dann empfehle ich dir dringend, diesen Kanal zu abonnieren. Damit rettest du natürlich einerseits das Internet und du verpasst keins meiner neuen Videos mehr. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.